und zu sagen, da bringe ich dann die anderen Produkte dann mit, die gewünscht werden. Mensch, Sascha, wenn ich das gestern gewusst hätte, hätte ich doch mal eine Party zu Hause bei mir veranstaltet. Das können wir immer noch nachholen. Das können wir immer noch nachholen. Okay, also es ist ganz viel zu tun und natürlich künftig auch bei mir im Haushalt nur tolle Produkte von Provin. Da will ich mich jetzt wirklich mal fleißig davon überzeugen lassen. Freue mich, dass du da bist mit deinem kleinen Team heute, das ja doch deutlich größer ist. Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Produkte. Deswegen reicht es auch nicht aus, dass man eine Party nur macht, sondern halt schon mehrere und immer wieder halt. Weil man kann nicht alles gleich an einem Tag halt dann vorstellen oder in den 2 Stunden, wo ich dann dort bin. Und man muss halt dann einfach vor Ort gucken, was ist jetzt am allerwichtigsten, was haben wir für tolle Vorführeffekte und die dann einfach zeigen und dann so die Kunden halt begeistern. Oh, also arbeiten und dann noch Urlaub machen. Ich meine, das muss ja wirklich eine tolle Firma sein, ne? Ja, natürlich. Also wirklich. Und wenn man dann die Begeisterung mit dem Vertrieb dann noch zusammen genießen kann vor Ort und man hat wirklich beide Seiten und das ist einfach wunderbar. Ich habe mir das heute Abend auch genauso vorgestellt, ja, dass ich hier in eine lockere Gesichter reingucke, die total entspannt sind und Provin auch so rüberbringen, wie es ist. Denn Sascha Winter, den kenne ich ja schon so ein bisschen länger. Er ist ja so eine Frohnatur und als Chef eigentlich gar nicht so der typische Cheftyp. Ja, wenn es mal hart auf hart geht, auf jeden Fall, muss er ja auch sein. Aber er ist auch mehr so auch ein Kumpelmensch, ne? Ja, natürlich. Also bei uns auch intern herrscht eine sehr, sehr gute Stimmung. Nicht jetzt nur unter dem Sascha Winter oder unter dem Chef Ingolf Winter zu den Mitarbeitern, sondern auch unter den Mitarbeitern insgesamt. Also das ist ein sehr gutes Team. Viele der Mitarbeiter sind auch schon lange dabei, also schon seit... Das ist ja ganz schön. Genau. So, Michi, warst du schon bei der Zeitung? Ja. Du kennst schon die Verzeihung. Ich weiß, ist doch cool. Das ist auch ja, ich sage immer MFA, ja. Das ist, kann man dann so ein bisschen zweideutig sagen. Mädchen wäre also dann Mitarbeiterin für alles. Ah, genau. Ne? Also MFA, zum zünftig nur noch sagen. Okay, merke ich mir. MFA. So, und Sanja werden wir natürlich in der nächsten Stunde auch noch ein Mikrofon haben, logischerweise. Aber wir wollen so ein bisschen was auch über deine Arbeit noch erfahren. Also, wir haben festgestellt, du guckst, dass die Telefone alle fleißig am Rappeln sind und dass die Leute auch drangehen und dass die Menschen, die euch anrufen, immer standby sind. Genau, das ist mitgenommen. Den muss ich jetzt erst noch testen, weil ich bin ja noch neu. Funktioniert der jetzt von Hand oder muss man da noch irgendwie... Bisschen was muss man schon machen, aber es geht einfach viel einfacher und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man die Resultate sieht. Ich meine, es gibt ja so viele Produkte, ja, und muss man da als Empfangsdame auch sich erstmal so einen groben Überblick verschaffen oder kriegt man das sehr schnell mit, was da so alles am Start ist bei Provin? Da wächst man schon relativ schnell rein und ich hatte ja auch 4 Wochen lang eine Einarbeitungsphase, wo ich auch durch alle Bereiche durch bin, alles kennengelernt habe, wo mir dann auch alles erklärt wurde. Also da kommt man schon sehr schnell rein. Ja, und es macht ja sichtlich Spaß. Auf jeden Fall. Was hast du denn so vorher gemacht? Vorher war ich in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen und auch im öffentlichen Dienst. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass vieles vorher nicht geklappt hat, weil ich sonst nicht da gelandet wäre, wo ich jetzt hoffentlich sogar in Rente gehen kann. Da, wenn man als Frau angekommen ist, ist das auch schön. Ne? Auf jeden Fall. Also, das ist ein Job, den kannst du dir vorstellen, auch ein Leben lang zu machen. Ja, definitiv. Das weißt du jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon nach 3 Monaten. Also muss das Unternehmen ja wirklich nicht nur sehr erfolgreich sein, sondern auch mitarbeiterfreundlich. Absolut. Also ich habe eigentlich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass es solche Unternehmen wirklich gibt und nicht nur im Fernsehen. Der Empfang war einfach super herzlich. Alle Arbeitskollegen haben super nett empfangen, mir alles erklärt. Wenn irgendwelche Rückfragen sind, kann man sofort nochmal kommen. Also es ist unglaublich. Ja, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, du hast bei Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, auch im öffentlichen Dienst, da gibt es ja auch Teams, logischerweise, von Sonja Knapp zu sehen, nach dem ersten Tag, Mensch, das ist die richtige Entscheidung für mich, bei euch zu arbeiten. Warst du erstaunt darüber, dass das so schnell ging? Also ganz ehrlich gesagt, war ich nicht erstaunt darüber, weil also mein oberstes Ziel war es sowieso, sie zu überzeugen, dass sie bei uns bleibt. Und ich hatte eine Woche Zeit dafür und dann ging es innerhalb von einem Tag. Das war natürlich schon schnell. Hat mich dann sehr gefreut in dem Moment. War nicht ganz überraschend, weil es war ja mein Ziel, das zu erreichen. So, jetzt erzähl mir doch mal so, was hättest du denn sonst noch so in dieser Woche alles gemacht, um sie an Bord zu halten?
Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich alles am ersten Tag rausgehauen und komm, klappt. Alle Facetten von Dominik. Alle Facetten, genau. Na gut, hatte Dominik sich also von allen besten Seiten ein bisschen dazu, ganz klar. Also sowohl im kleinen als auch im großen Bereich. Natürlich, sag ich mal, ja, man fängt dann irgendwo mal bei ein paar Fußballvereinen an und ein paar, wie jetzt der Florian, ein paar Jungs, die eine gute Idee haben, die das schön präsentieren. Da macht man mal was. Wir machen natürlich auch ein bisschen Sponsoring im größeren Stil. Gerade jetzt hier auch im Saarland, die Mädels vom 1. FC Saarbrücken haben ja Provinzstolz auf der Brust und auch die Volleyballerinnen vom TV Holz, das sind jetzt die Provin-Volleys, die jetzt gerade aufgestiegen sind. Aber wie gesagt, auch vieles im kleinen Bereich. Das sind so die Sponsoring-Maßnahmen, nicht nur Fußball auch, oder nicht nur Sport, auch verschiedene andere Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Charity-Aktion. Okay, was ist das? Wir haben immer schon gesagt, dass man als Unternehmer oder als Unternehmen, was dem es gut geht, auch ein bisschen was zurückgeben muss, die soziale Verantwortung. Mhm. Und das war eigentlich schon immer, also meine Eltern haben auch früher immer schon gespendet, meistens dann damals anonym. Und irgendwann, ich meine, tu Gutes und rede darüber, ist ja ein ganz großes Thema, dass man einfach sagen kann, okay, man nimmt als Unternehmen einfach ein paar Projekte, die man sich, sag ich mal, ja, wo man weiß, das Geld geht in gute Hände und mit denen arbeitet man zusammen und kann dann, sag ich mal, schon auch vieles bewegen. So haben wir ja 2009, nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel beim RTL Spendenmarathon, mit dem wir jetzt schon 6 Jahre zusammenarbeiten, die absolute Rekordspendensumme von 1.088.000 erwirtschaftet durch ein Produkt, das wir extra dafür auf den Markt gebracht haben. Alle haben auf Margen verzichtet, die Vertriebspartner haben es eben verkauft, ohne was dann zu verdienen, um eben diese tolle Summe dann zusammenzukriegen und der Stiftung RTL zu überreichen. Also, eine sehr saubere Sache und vor allen Dingen auch vorbildlich, dass ihr auch das... herzlich eingeladen, ja. Ich habe da ganz viele Fenster, die es wahrscheinlich bald notwendig haben. Ich sehe schon, die Yvonne bucht eine Party bei Radio Leinkessen. Schon, ja. Dann machen wir eine schöne Party, eine Erlebnisparty auch mal bei mir. Gerne, seid herzlich willkommen. Und wie läuft denn so eine Party ab? Wird man da jetzt vorher eingeladen oder ist das immer so... In Effekt eine Party zur anderen. Ganz schnell nochmal, Yvonne, du weißt es ja am allerbesten. Genau, also die Party, also das wird über Mundpropaganda, wird es halt einfach besprochen und dann bucht jemand halt eine Party und dann wird halt die Gastgeberin zum Beispiel dann auch belohnt auf der Party, lädt sich einfach ein paar Freunde ein, Bekannte und dann zeige ich da einfach die ganz tollen Produkte, was sich die Gastgeberin einfach dann auch vorstellt. Sei es ihre eigenen Probleme im Haushalt zu sein. Ja, und dann machen wir die Party und dann geht das weiter. Auf den Partys kann dann nochmal jemand rausbuchen, bekommt dann auch ein Verabredungsgeschenk und dann geht es immer so weiter. Prima. Also, wie kann man sich denn eigentlich nur so aufs Putzen freuen? Unglaublich, ja. Robin, heute hier bei mir und... Tut mir so leid, dass wir jetzt schon Feierabend haben, aber vor der Sendung haben wir eins gemacht, wir haben uns verabredet für heute Abend. Ja? Wir machen eine kleine Erlebnisparty unten im Stummschen Brauhaus und futtern nochmal was Schönes. Und die Krümel lassen wir liegen und ihr habt hoffentlich in euren Handtaschen auch so ein bisschen Putzzeug, den mal gleich zu beweisen. Ja? Also wir nehmen das so richtig schön mit heute Abend. Wenn ihr mögt, ihr Lieben, dürft ihr am Ende der Sendung auch nochmal gerne alle grüßen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ja, aber... Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem Chef an. Da machen wir das ganz einfach. Wir begrüßen natürlich erstmal alle Provin-Kunden, Provin-Vertriebsmitarbeiter und Provin-Mitarbeiter, die da draußen jetzt zugehört haben. Wir haben ja auch vorher ein bisschen natürlich auch kommuniziert, dass wir heute hier sein werden. Mhm. Und die wollen wir natürlich alle erstmal herzlich grüßen. Dankeschön, Sascha. Jasmin Palmes, Vertriebssteuerungsfrau. Ja, also ich von meiner Seite natürlich auch herzliche Grüße an unseren ganzen Provin-Vertrieb und natürlich an unsere Provin-Mitarbeiter aus Ehlingen. Und für meinen Vater, der mich höflich darum gebeten hat, auf gar keinen Fall Grüße loszuschicken. Hiermit lieber Papa Michael Kalmes aus Göttelborn, liebe Grüße, Jasmin. War heute Abend auch hier bei uns im Studio. Sonja, möchtest du auch noch ein paar kleine Grüße loswerden oder einfach so in die ganze weite Welt hinaus, wenn du jetzt keine so parat hast? Ich grüße einfach jeden, der so nett zugehört hat und hoffe, dass es ganz viele Provin-begeistert angesteckt haben. Das ist Sonja Knapp, sehr bescheiden und im Wachstum. Dann Yvonne Bertucci, auch hier bei mir. Ja, also ich grüße auch meine ganzen Provin-Kunden, die hoffentlich auch zugehört haben. Auch meine Vertriebspartner, die ich schon habe und halt vor allem auch alle, die so weit zugehört haben und vor allen Dingen auch meine Familie. Und mein kleiner Sohn, der vielleicht sogar bei seiner Oma mit zugehört hat. Wie heißt denn der Sohn? Giuliano Bertucci. Giuliano, du bist jetzt das erste Mal im Radio gehört zu wissen. Also das ist doch schön, was wir mit seinem Namen sagen. Giuliano, 7 Monate. Ja, wie heißt dein Mann?
Antonino Bertucci. Also, Antonino, auch du natürlich. Deine Frau hat dich nicht vergessen. Den Rest von meinem Team, Sonja ist ja da, den Christian, die Elisabeth und die Theresa. Und dann grüße ich noch meine Frau Yvonne und meine Tochter Leia. Und wünsche allen noch einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr alle da seid.